Herzlich willkommen zum Wort zum Freitag. Wir starten direkt mit der Corona-Situation. Wir haben 4 Erkrankte in Straubenhardt. Das ist einigermaßen in Ordnung. Wir drücken die Daumen, dass das so bleibt. Es sieht ja wirklich im Moment relativ stabil aus. Die Landesregierung hat entschlossen, sich sozusagen auf die 2G-Regel zu konzentrieren, und das hat auch Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler ab nächster Woche, denn es wird so sein, dass die Beschäftigten an den Schulen künftig jeden Tag getestet werden. Das organisieren dann die Schulen auch für sich, und die Schülerinnen werden ab dem 27.09. dann 3-mal statt 2-mal in der Woche getestet, es sei denn, sie sind genesen oder geimpft. Das Gleiche gilt dann auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist sozusagen das neueste Schutzkonzept für die Schulen. Und wir haben als Schulträger in Anführungsstrichen unsere Hausaufgaben über die Ferien gemacht und haben Luftfiltergeräte angeschafft für die Räume, die schwer zu belüften sind. Das haben wir auch mit den Schulleitungen abgesprochen. Das sind dann im Moment 10 Räume, also nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Wir statten nicht jedes Klassenzimmer aus, weil es eben nicht das Lüften ersetzt und wir da auch einen klaren Gemeinderatsbeschluss haben, den ich auch absolut richtig finde. Deswegen schwer belüftbare Räume, das sind 10 Stück, da stehen die Luftfilteranlagen drin und auch in den Kitas entsprechend dort, wo eben keine Lüftungsmöglichkeit besteht oder eben nur schlecht. Dagegen haben wir uns aber entschieden, überall CO2-Ampeln aufzustellen und zu beschaffen. Das sind dann 142 Stück, also überall dort, wo Betreuung oder Klassenräume sind und Schüler oder Kindergartenkinder sich aufhalten, da werden überall CO2-Ampeln sein, und die sind auch alle da. Die werden jetzt noch rechtzeitig aufgebaut und installiert, wo sie es noch nicht sind. Und auch das, denke ich, ist ein sehr gutes Signal. Die Gemeinde Straubenhardt hat rund grob 60.000 Euro dafür ausgegeben. 30.000 Euro werden vom Land erstattet. Aber auch hier, denke ich, haben wir schnell und unbürokratisch gehandelt, und ich bin dankbar vor allen Dingen an all diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Sachen aufgestellt werden, dass sie installiert werden. Das ist alles nicht selbstverständlich, und prima, dass wir deswegen so jetzt gut in die Zeit nach den Schulferien starten können. Dann noch ganz kurz, der Digitalisierungsstab der Gemeinde Straubenhardt ging Anfang September an den Start. Und wir wollen jetzt einfach auch schauen, wie kriegen wir die Bürgerservice-Arbeiten und andere Dinge einfach besser auf die Kette, damit wir nicht alles in Papierform künftig vorantreiben. Und ich wünsche einfach auch dieser neuen Abteilung einen prima Start. Ich bin froh, dass wir sie haben, und wünsche dann natürlich, dass wir auch schnell Erfolge Ihnen als unsere Bürgerinnen zeigen können. Ein großer Erfolg war, glaube ich, die Aktion der SPD-Gemeinderatsfraktion, die gestartet hat eine Spielplatz-Sommertour, und gestern ging es in Kornweiler los. Ich habe mit ganz vielen Eltern sprechen können am Rand dieser Veranstaltung, zu der ich eingeladen wurde. Vielen Dank, und wir schauen natürlich auch als Verwaltung, was wir da umsetzen können. Auch Sie als Eltern können sich da einbringen. Für Sie machen die das, und wir als Verwaltung greifen es auf. Also in diesem Sinne, machen Sie es gut, bringen Sie sich ein, haben Sie ein schönes Wochenende und einen guten Start in das neue Schul- und Kindergarten.